Möchte jemand anzählen? Melanie, zähl an. Oder bist du gemutet? Nee, ich bin nicht gemutet. Ah. Und welche Zahl runterzählen? Egal. Möglichst irgendwas unter 20. 519. Ich sagte unter 20. 19 liegt unter 20. Aber 500 nicht. Aber die 5 schon. Die 0 auch. Ja. Die gar nicht in der Zahl vorkommt, in 519. Mhm. Okay. 3210. Hallo, da sind wir wieder. Was? Okay. Ja, Melanie hat ihre Chance gehabt, anzuzählen. Aber wenn sie bei 519 anfängt, da habe ich keine Lust drauf. Nö. So. So, beeil dich, weil ich will das Buch öffnen. Ja, Version 3.0 und so weiter und so fort. Das ist alles ganz neu, alles ganz wunderbar. Jetzt könnt ihr aufmachen. Das bitte nochmal nicht genuschelt. Es ist alles ganz neu, ganz wunderbar. Jetzt dürft ihr aufmachen. Ihr wisst ungefähr, wie weit wir waren, nö? Ja. Wie ich es schon geahnt hatte. Ach wieso, da ist kein Problem weiter. Aber die ganzen Sachen müssen wir neu machen, oder? Warum blinken die, obwohl Computer da steht? Weil es andere Quests sind. Aber die blinken, obwohl er überall completed steht, trotzdem. Jo. Die meisten Quests haben wir auch schon durch. Ist hier ach, bei. Schau mal, wir brauchen einen Salat und eine Tomate und ein Hearty Breakfast. Und das eine müssen Spaghetti. Wir nicht mal wegschmeißen, das müssen wir nur im Inventar haben. Wie viele waren nein. Das? Irgendwie 5000, 10.000, 100.000? Ja, das waren 10.000 Salat, 10.000 Toast, 10.000 Tomaten. Nee, es waren 1000 Tomaten. Die Quests gibt's immer noch, aber in For the Hoarding. Echt? Ah ja. Na gut, dann haben wir die zumindest schon. Huch. Ich wollte gar nicht aufmachen. Da fehlen uns aber auch noch ganz viele. Ja, aber die steht überall completed und trotzdem blinken die noch. Warum blinken die noch? Weil wahrscheinlich irgendwas nicht ganz stimmt. Ich kann hier das Punch Tree, das habe ich hier unclaimed reward aus irgendeinem Grund. Ja, weil ich das da gemacht habe. Achso, dann Claim Reward. Dann Claim Reward, genau. Yay, Axt und Herzen. Weil wir die so dringend brauchen, immer noch. 319. Was? Ach, Mann. 323. Alter. Und eine epische Tasche. Mit Magnesiumstaub drin. Flugtrank. Enderlily Seeds, 5 Stück. Magnesiumstaub, oh mein Gott, oh mein Gott, oh nein. Einfach nein. Naja, jetzt hast du zumindest keine Muskelkrämpfe mehr. Jetzt hat das AI keine Muskelkrämpfe mehr. Oder so. Was? Guck mal, was ich habe. Bam. Voll groß. Kann das irgendwas, oder? Ich glaube nicht, sieht einfach nur schick aus. Ey, ich kann ich das? Geh mal, nee, lass das mal. Darf ich das bitte? Geh da weg. Danke. Vielleicht kann man es ja Fisch füttern oder so. Es besteht aus Fisch. Vielleicht will es noch mehr Fisch. Oh, ein Freund. Umschreiblich hochauflösend. Also wirklich umschreiblich hochauflösend. Vielleicht zum Rest. Da liegt übrigens eine Axt, ne? Jo. Die spawnen lassen einfach. Wenn du sie nicht willst, ich hab eine. Ich hab auch eine. Ich brauche auch keine mehr. Aber die Kiste ist voll. Schmeißen sie eh, wir haben ja genug Platz. Kennt jemanden, der das nicht will? Ja, hier. Nimm ich einfach die nächste Kiste, ist mir scheißegal, ich muss die nicht sortieren. Oder so. Gut, also. Neue Version, alles neu. Ich glaube, eins von jedem dürften wir noch da haben. Jetzt für den ganzen. Eigentlich nicht. Das wurde alles eingegeben. Aber eins von jedem kann ich recht schnell wieder nachmachen. Eben. Das ist meine Quest jetzt. Ich mach das. Ja, dann machst du das. Das heißt, du machst alles Fresszeug. Hell's Kitchen. Oder wie? Praktisch das alte Hell's Kitchen, ja. Das werde ich jetzt nochmal nachmachen, ja. Okay, dann werde ich mal gucken, wie meine Bienen hier sind. Ah, 16 Honeycombs habe ich.
Oder nee, ich glaube, ich habe die verbrutzelt. Aber heißt das, ich muss das ganze, ich muss das Zeug nochmal machen? Weil es ist als Completed eingetragen, aber es blinkt noch. Ich glaube, dann ist es auch einfach nur Completed. Ich meine, du hast ja keine Abgabeleiste unten, von daher geht sowieso nicht. Achso, dann ist das vielleicht einfach nur ein Bug, dass das alles noch blinkt. Ich brauche eine Sojabohne und einen Presser. Detection Task sogar nur, geil. Den Presser kann ich einfach abbauen. Die Sojabohnen dürfen sogar noch im Keller irgendwo rumliegen. Geil. Wieso hast du gerade Highway to Hell gesungen? Weil eine Quest so heißt. Ah. Einfach so mittendrin. Wieso hast du das gerade gemacht? Wo sind die Presser hin? Ich habe die mit hochgestellt, aber die brauche ich noch. Die sind an AI dran. Hinten bei den Tieren. So, ich soll zu bestimmten Koordinaten im Nether. Mach ich das einfach mal. Ich kann die gerne wieder hinsetzen danach. Werden die gerade in der Sekunde verwendet, werden sie nicht. Okay, ja, dann mach das. Dann baue ich sie ab und setze sie gleich wieder dran. Jo, dürft gehen. So. Die Koordinaten. So, dann stelle ich den wieder hier rein. Jetzt habe ich eine Quest completed. Und jetzt blinkt es nicht mehr so dumm rum. Okay. Ah, okay. Das stimmt echt irgendwas nicht. Haben wir noch irgendwo wirklich Sojabohnen da oder muss ich jetzt wieder irgendwelche Sachen suchen? 80. Wir werden noch genug Seeds haben, also das ist kein Problem. Ach, das haben wir als automatischer Soja verarbeitet, ne? Mhm. Oder haben wir noch irgendeine. Warte mal kurz. Soybean Seed. Komm, nehme ich einfach einen hier raus. So. Dann. Bone Meal. So, bin da gewesen. Wo? Im Nether. Geil, und wie war das? Ich wurde fast abgeschossen und das Ding hat einen kleinen Detection Radius, aber ansonsten ist alles wunderbar gelaufen. Muss ich noch so irgendwas im Nether machen? Erstmal claimen. Sonst vergesse ich es wieder. Das haben wir completed. Du hast bestimmt nur noch 18%, warum haben wir immer 4 Quests gleichzeitig? Hä? Bin ich überfordert? Nein, eigentlich nicht. Ja, das ist irgendwie komisch. Ich glaube, mit der Prozentzahl, da zählt da nur die, wo nicht blinken. Kann das? Nee, das kann nicht sein, weil dann hätten wir hier 0. Weil hier alles blinkt. Dann habe ich keine Ahnung, also dann spinnen halt die Prozentzahlen rum. Okay, weil in Bees and Trees habe ich viel mehr als 8%. Da fehlen mir gerade mal noch 2 Quests. Und ja, 8%. Hier ist alles completed und so weiter. Ja, das hat sich gehalten. Das Warning. Wir müssen alle Flüssigkeiten nochmal machen, aber ein Bucket. Gut, das ist ja nicht weiter schwer. Im Großteil haben wir noch ein Fluid Terminal drin, also ganz ehrlich, da ist über alles noch was drin. Wegen alles noch drin. Jo. Ich kann ehrlich einen Weingar selber herstellen, das kann ich angehen, ich bin ich mir auch so fein für. Mach ich noch einen Cobblegen. So mal aus Interesse. Beziehungsweise läuft der ja. Noch. Ja, der läuft ins AI rein. Das ist gut. Denn Warum? Wir brauchen noch mehr das Cobblestone, weil es auch noch eine zweite Cobblestone-Sammelquest dazugekommen ist. Und wie viel sind es diesmal? Warte. 2.386.555. Ein Triple Compressed. Also 81. Doch. 81? Nee, nicht 81, sondern 81 mal 9. Ja, wir haben 101.000. Passt. Okay. Brauchst du gerade den Blackberry Juice hier drin? Ja, kurz Moment. Jetzt nicht mehr, alles in Ordnung. Okay. Ich mach mal die ganzen Fluid Quests nochmal. Klar. Na, ey. Traum raus ist immer. Was nervig. Paving Stone of Travel, was ist das? Oh, die sind cool, die will ich haben. Das ist wohl so ein Straßen. Ey, da. Ja, ich bin auch doof, ja, sorry, so alles in Ordnung. Du läufst nicht sehr schnell darauf. Ich weiß, aber das ist ja Dings-Stuff. Also ich meinte Markus. Was?
Du läufst schnell drauf. Ey, ich will doch... Ach so, okay. So. Any Isynchronized Standard. Boah. Aber jetzt bitte danke. Einmal zwei Stacks. Was wollte ich machen? Ich wollte... Genau. Kein Bock. Gut, mach ich's halt hier unten. Kann ich ran, oder? Was, ja, kannst du. Ich mach das im Autocrafting. Gesundheit. Nachdem sich wieder sämtlich alle gegen gleichzeitig gemeldet haben. Kenn ich. Hast du kein Rezept für einen normalen Hamburger hier drin? Die hat irgendwer mal rausgenommen. So, Cheeseburger-Rezept hast du drin. Sandwich hast du drin, aber normale Hamburger ist raus. Ja, die hat irgendwer rausgenommen, keine Ahnung. Ich hab's das letzte Mal sogar wieder hinzugefügt, aber jetzt sind's anscheinend wieder weg. Waren auf der letzten Seite, oder nicht? Ja, ich glaub schon. Die hat, glaube ich, jemand überschrieben. Geil. Seltsam. Dann mache ich mir einen Hamburger schnell selber. Ist ja, wir haben ja alles da. Brauche nur eine Pfanne. Nur ein P, okay. Tofu und einen Toast. Fertig. Ein Pill Compressed Cobblestone. Achso, ich muss hier. Nein, das detektieren. Ups, das war die falsche Taste. Warum bin ich in Cheat Mode? Weil du Op bist. Ja. Ist, glaube ich, automatisch im Cheat Mode drin. Startmäßig. Dann tut's mir leid, ich habe ihn ausgeschaltet. So, hui, ganz viele neue Quests. Brauchst du das Crafting? Das Crafting Grid ist langweilig, also nur Cobblestone. Nee, wir können den Cobblestone Madness nochmal claimen. Das mit dem Octuple Compressed. Toll. Noch mehr Reward Bags. Später. Ja, echt später. Glaub's auch. So, wir brauchen. Ich will Linksklick machen. Bäh, Hell's Kitchen. Wir brauchen Fish Sandwich, okay, das ist kein Problem. I in a Basic Bag. Widerwärtig. So, Fischfood. Haben wir noch? Oh nee. Ah, Gott sei Dank. Was? Wenn man. Ich glaube, das ist bei allen Quests so, wenn man das mit dem 1 abgetan hat, also fertig hat, dann kommt erst die richtige Hoarding Quest. Okay. Aber die war jetzt schon fertig bei mir. Ja, das, was wir vorher hatten, ist schon fertig. Ja, das Liquid DNA. Aber ich habe wieder Unclaimed Reward, also es hat was Gutes. Ganz ehrlich, Compressed Sand. Einfach compressed. Nicht ernst. Aber danach kommt nochmal eine Quest mit 50 Compressed Sand oder so. Aber trotzdem einfachen, oder? Wir haben 36.000 Sand hoch. Minecraft hat sich bei mir gerade schlagartig geschlossen. Komplett. Und hat irgendwie Herzen fallen lassen. Meine ja, die Herzen hatte ich gerade noch in der Hand. Eins auf zwei hat sich einfach geschlossen. Keine Fehlermeldung, kein gar nichts. Einfach komplett geschlossen samt Konsole. Das ist faszinierend. Einfach, nein, du spielst nicht. Tschüss aus. Ende. Nein, du spielst nicht. Viel zu spät. Das ist Submit. Glas. Wir brauchen ein Glas. Können wir das craften? Automatisch, ne? Doch, können wir. Huch. Da kam eine Message. Wer schreibt? Kali. Was schreibt er denn? Ein YouTube-Video. Der kann auch nicht lernen, einfach in dem Privatchat zu schreiben. Oh. Ich bin Admin, ich schreibe wieder im All-Chat. Oh. Naja, er kann's ja. Aber er soll's nicht. Ich kann's auch und ich mach's nicht, aus Rücksicht auf alle anderen. So, Sand und Klärglas war ja 1 zu 1, nö? Sand. Kann sein. Logisch wär's. Weil Sand und normales Glas ist auch 1 zu 1. Frage, mach ich das hier? Nein, mach ich nicht hier. Nur da oben ist immer noch Nilim drin, ne? Natürlich hier.
Jetzt nicht mehr. Egal wie teuer das war, kriegen wir eh noch mehr als genug von. Ich glaube, das Spiel will nicht, dass man Herzen zusammencraftet. Ich habe gerade 4/4 Herzen nebeneinander gepackt und es hat mich rausgeschmissen. Ja. Also, ich habe es auch gerade gemacht und es ging. Spammer. Was los? Nix, ich reg mich nur gerade minimal auf. Also nichts Ernsthaftes, nichts Ungewohntes. Einfach 20 Quests, wo es anklingt, Reward. Und da gerade bei mir. Ja, ich sag doch, das ist ein Witz jetzt, die neuen Quests. Naja. Bestie Powered Flight einfach 18, ne? Nee, gar nicht. Das weiß, ja, gesamt angezeigt. Bei For the Hoarding sind 7 schon. Ach so, weil immer wenn ich das eine gemacht habe, wurden die Quests für Dings auch wieder wiederhergestellt. Jo. Alter. Game. Matter matters. Claim. Matterball. Claim. Jo. Und erstmal wieder 5 Herzen fressen. Ein Import-Bus. Eine Basic Bag mit Pflaumen-Saplings, geil. Boah. Precision Import-Bus, du es auch. Hier ist Kitchen. Das hier kurz abgeben. Ne, warte, das hier muss ich abgeben. Hab ich schon abgegeben, geil. Oder hab ich eigentlich. Fish Sandwich, Manual Detect, Claim Reward. Danke. Was krieg ich dafür? Ah, okay. Hä, was denn? Nichts. Toll. Wir haben keinen Fluid Export Bus? Hatten wir, glaube ich, nie, nee. Doch. Precision. Such. Dürfte, glaube ich, in der ME-Chest sein. Welche? Die ME-Chest. Wo haben wir Juniper Sapling. Eine ME-Chest. Was heißt Juniper nochmal auf Deutsch? Die ist da hinten, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und da sind Juniper Fluid Export Bus. Es ist auch wieder einer von den Namen, die in Amerika als Vorname genommen werden können. Ja. Die ist da, wo eigentlich alle Chests sind. Aber in Amerika gilt auch sowas wie Hope als Vorname, also. Oh, und das Ding kann schon wieder nicht craften. Da, wo alle Chests sind. Ich sehe hier keine ME-Chest. Eine ME-Chest. Eine Chest mit Inhalt von ME-Sachen. Ach so, ich dachte, du meinst das Item ME-Chest, beziehungsweise Block ME-Chest. Nö. Drücke mal das Leerzeichen aus. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel weggesäbelt. Deutsch Bus, Precision Import Bus. Go with this flow. 12 unclaimed rewards. Wow. Da können wir gleich eine Party feiern. Nicht Import Bus, ich wollte Export Bus haben. Brauchen wir noch Reaktor-Kram? Eigentlich nicht mehr, ne? Ach so, habe ich mir nicht gezeigt. Wir haben jetzt zwei neue Reaktoren. Einen riesigen da unten, habe ich schon gesehen. Und insgesamt 16 Laser Drills. Ich denke, das ist schnell genug. Immer nur die Reward-Bags, ne? Hä? Wo ist da der Tesseract hin? Welcher Tesseract wo? Der Tesseract, beim MI. Kein Plan. Aber ich glaube nicht, dass ich den so schnell weggesäbelt habe. Jedenfalls. Alter, hab ich jetzt viel mit dem Inventar. Gleiches Glowstone. Gib nicht wirklich so viel wie erwartet, aber gut, was soll's. Und natürlich einen bewährten Superreaktor, der 26,7 Kilo Redstone Flux pro Tick gibt. Nur. Ja. Zuerst mal die 5 Greater Bags öffnen. Saplings. Reactor Casings. Eine Spiked Axe, nice. Dafür laufen jetzt Meatballs. Schön für die Quest.
Ich laser auf volle Leistung, glaube ich. Ich wollte die doch. Epic Bags. Clay Golem. Ich höre dir nicht zu, ist mir egal. Was geht denn hier hinten ab? Lauter Precision Important. Moment, ich bin gleich da. Ah, das ist neue Ore Processing, oder wie? Ja. Fluid Export, was hier? Bisschen klein, aber gut. Schnell genug. Du weißt ja ungefähr, wie schnell diese Reaktionsmeter produzieren. Glasflasche mit Naturgas. 64 Stück. Voll geil. Und die legendäre Bag. Mit nochmal 8 Aura Nodes. Nice. Gut. Apropos, unsere Dinge, unser Drive ist fast voll. Oh. Also sieht ziemlich voll aus. Ja, mach mal halt neue Zellen. Komm mal, ja. So, Herrgott, wir haben mich so unkonzentriert. Ich will einen Eimer haben, genau. Ich wollte Hell's Kitchen open. Nein, das hier. Ach, der braucht nur noch normale Spaghetti. Ich hab vergessen, Spaghetti mit Fleischbällchen dabei. Bäh. Und warum ist da oben... Ich hab keine Ahnung was. So unglaublich viel Honig. Warum ist hier ein Autonomous Activator mit Silver Boss Rand? Weiß nicht, einfach mal draufhauen. Auf den Hebel. Oh! Hui! Feuerwerk! Vielleicht deshalb. Wie geil. Ja, ich komme jetzt leider nicht mehr ran. Nicht? Nee, also, ich kann nicht fliegen. Huch. Also den Sauerstoff habe ich raus. War jetzt einer der vielen von den Quests. Und mein Armbrustschlüssel habe ich jetzt auch wieder raus. So. Puff. Viel Spaß. Puff. Nee, das sind die... Nacheffekte vom Feuerwerk. Okay. Immer so ein Ding wird landet.